www.seechat.de. Seechat.tv, die Bodensee-Community bei der Miss Germany-Wahl. Hi, wie war's bei dir heute? Hallo, also ich bin so überrascht, so überwältigt, ich bin einfach nur glücklich, ja. Okay. Erzähl doch mal ein bisschen von den letzten Tagen gemeinsam mit den Models. Ich glaube, das war doch richtig interessant. Es war wirklich interessant. Also wir sind seit einer Woche hier im Europapark und haben geprobt hier für dieses Finale. Und es war wirklich hart, aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich sehr. Okay. Was machst du denn privat alles? Ja, ich bin gelernte großen Außenhandelskauffrau und arbeite zurzeit in einem Baubeschlagshandel in Neuwied. Und ja, ich bin ein ganz großer Fitnessfan. Ich mache fast jeden Tag Sport und bin ganz, ganz fleißig. Wie viele Stunden pro Tag? Also es kommt darauf an, was ich trainiere. Also wenn ich Beine trainiere, kann es 2-3 Stunden sein. Ansonsten so 1,5 bis 2 Stunden, ja. Okay. Wie bist du zum Modeln gekommen? Also ich muss sagen, Entschuldigung, also ich habe mit Instagram angefangen, habe mir da ein bisschen was mit dem Sport aufgebaut, habe halt auch Sponsoren gewonnen und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und jetzt, dass ich jetzt hier stehe, ist schon Wahnsinn. Also ich habe mich spontan hier angemeldet bei Miss Germany, weil ein guter Freund damals mitgemacht hat und ja, jetzt stehe ich hier und bin seit Miss Germany geworden. Was könntest du dir noch vorstellen, wie es weitergeht? Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin komplett offen. Also ich habe schon das Ziel, auf jeden Fall zu modeln. Das ist mein Traum, es gefällt mir, es macht mir Spaß. Gerade in den letzten 3 Wochen habe ich das gespürt und gemerkt, dass trotz wirklich von morgens bis abends vollen Programm habe ich wirklich Spaß dran gehabt und ich war auch nie müde oder sonstiges. Ich habe trotzdem meinen Sport auch noch gemacht und ja, das ist genau mein Ding und mein Traum. Ja, du strahlst, du sagst das hier mit einer Wonne, das macht Spaß. Ja. Okay, das glaubt man dir, das nimmt man dir ab. Was würdest du denn den Leuten entgegnen, die sagen, ja, Schönheit und so Misswahlen, das hat etwas mit, ja, die das halt so ein bisschen abtun Richtung doof oder so weiter. Was möchtest du den Leuten mal gerne sagen? Ich finde, das hat gar nichts mit Doofheit oder sonstiges zu tun. Zum Beispiel ein Model ist... präsentiert nicht sich, sondern auch zum Beispiel ein Produkt und eine Miss, sie zeigt sich und ihre Persönlichkeit und gerade hier auch in so einem Wettbewerb bekommt man ja auch eine gewisse Persönlichkeit gezeigt und es hat auf keinen Fall was mit Doofheit oder sonstigen zu tun, ja. Würde ich auch so sehen und man hat ja auch gesehen, Berufe und Hobbys von den Models, also das ist alles hier sehr, sehr anspruchsvoll, ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall, ja. Für deine persönliche Zukunft, wie geht's weiter? Was hast du alles geplant? Also ich bin gespannt. Also wie gesagt, mein Traum wäre es schon jetzt, dass sich Türen öffnen, dass ich vielleicht auch in diesen Bereich im Modeln reinkomme und vielleicht da die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Wer sich über dich informieren möchte oder dich buchen möchte, wo findet er dich überall? Webseite, Social Media? Ja, genau. Einmal auf Facebook, da habe ich einmal eine Seite als Miss Westdeutschland, dann als Alena Krempel und auf Instagram als Alena_KRL. Abschließend noch deine Worte an deine Fans. Ich bin einfach wirklich so unfassbar stolz und ich freue mich, dass ihr alle für mich gewotet habt, dass ihr alle für mich da wart und ich freue mich einfach mega. Tausend Dank. Alles klar, alles Gute für deine Zukunft. Vielen Dank, Dankeschön. Danke.